Euer Übersetzerteam ist der Timmy und der André. Und einen Rookie haben wir auch, den Egi. Und wir werden euch jetzt bespaßen mit dem, was uns der Thomas erzählt. Der spricht über 5G und the Internet of Rubbish Things. 5G und Security. Wir könnten es Huawei sagen, aber nein. Gut. Grüß Gott. Grüß Gott und willkommen, jeder. Ich werde jetzt einmal über Netzneutralität. Es ist nicht das erste Mal, dass ich über Netzneutralität rede. Ich fand es wirklich wichtig. Ich fand es ein wichtiges philosophisches Konzept über das Internet. Es ist noch immer eine sehr junge Debatte. Und die Regierungen und die Politiker verstehen noch sehr wenig davon. In der Zwischenzeit hat sich die Debatte etwas weiterentwickelt. Es ist in die USA hinübergegangen. Der Trump, unaussprechliche Präsident, hat Obama-Rules wieder aufgelöst. Ich werde euch erzählen, wo wir jetzt sind und wo es sich hin entwickelt. Also sozusagen ein Update auf ein auf Talks von früher. Aber bevor wir das machen, wir gehen einmal zurück und sagen, was ist überhaupt Netzneutralität? Wir müssen das vielleicht doch nochmal erklären. Also alle Bits sind mal gleich. Es sollte kein Unterschied gemacht werden, zwischen welche Datenpakete herumgeschickt werden. Wir sprechen im Konjunktiv natürlich. Also die Frage ist, auch wenn es illegale Übertragungen gibt, sollten die nicht im Netz kontrolliert werden, sondern beim Sender und beim Empfänger. Der Sender selber, das Netz selber muss neutral bleiben. Auch in einem Fernseher ist ein Global Netz, ein globales Netz dabei. Und da wird also sehr viel Geld, werden Redaktionen aufgebaut und Inhalte kontrolliert. Aber da gibt es eine zentrale Stelle im Fernsehen, die entscheidet, was gesendet werden darf und was nicht. Netzneutralität heißt eigentlich nur, dass wir verhindern, dass einzelne Kommunikatoren diskriminiert werden. Können wir mal technisch zurückdrücken oder sie modifizieren oder die Datenpakete zurückhalten. Und die zweite Methode ist, mit den Zugangsraten, mit dem Geld, das man dafür zahlt, mit den Preisen, die für Zugang gezahlt wird, oder für die Konsumenten gewisse Sachen neutral machen oder gewisse Angebote teurer oder weniger teuer. Und vor allem die großen Player können das sehr wohl aus tiefen Taschen nachzahlen und die kleinen bleiben außen vor. Das wirklich Geniale am Internet ist ja, dass man Innovation ohne Erlaubnis machen kann und das kann ich natürlich auch beschränken mit einer Beschränkung des Internetzugangs. Also, die Netzneutralität hat dem Herrn Zuckerberg es ermöglicht, in seinem Schlafsaal Facebook.com zu entwickeln. Das wäre ohne Netzneutralität nicht möglich gewesen. Aber heute ist er wohl dagegen, denn also gerade Facebook ist einer der Unternehmen, das am meisten Netzneutralität verletzt, weil ihr Konzept heute ist das absolute Gegenteil von Netzneutralität. Die wollen einen, was wir einen Walled Garden nennen, also ein eigenes Areal, möglichst eingezäunt und die User sollen gar nicht raus können und sie wollen sie komplett bespielen.
Ja, natürlich soll das ganz ohne Privatsphäre sein. Ähnlich ist es bei Netflix. Netflix war eine Zeit lang sehr lang auf unserer Seite, Netzneutralität unterstützen, aber ab der Zeit, wo klar war, dass Trump dagegen sein wird, hat Netflix gesagt, oh, ist kein Problem, jetzt sind wir groß genug ohne Netzneutralität und haben quasi auch dementsprechend sich dagegen entschieden. Also Netzneutralität ist für die Kleinen und für die Unterrepräsentierten, für die Minderheiten. Es ist natürlich nicht jetzt die Silver Bullet, die alles lösen wird, die mit diesen Plattformen sind, aber wenn wir Netzneutralität verlieren, dann ist es eigentlich so, dass wir die jetzt dominanten Player und Playerinnen eigentlich für immer in den Elfenbeinturm also quasi in Stein meißeln, dass wir sich nie wieder verändern können. Wo sind wir jetzt? In Europa. In Europa haben wir jetzt quasi in 2011 haben wir angefangen, über diese Netzneutralität zu reden. Da hat quasi das Parlament dafür geredet, dass man Netzneutralität schützen muss. 2013 hat die Kommission dann quasi eine Anti-Netzneutralitäts-Gesetz vorgelegt. Ja. Also da hat man quasi wirklich eine 180-Grad-Wende hinlegen müssen. Das haben wir dann tatsächlich auch geschafft mit vielen Koalitionen, also mit vielen NGOs zusammen. Das hat 2,5 Jahre gedauert, 7 Iterationen der Kampagne, extrem viel Arbeit, und wir haben wirklich staatlichen Einrichtungen bombardiert. Wir haben demonstriert in Riga, in Barcelona, in Brüssel, in Wien, und am Ende gab es ein Netzneutralitätsgesetz, das eben sagt, also die Internetregulation in 2015, wo eben drin, die ist dann implementiert worden über die BEREC-Richtlinien, und das ist quasi implementiert worden von den Telekom-Regulationen, und die werden auch irrelevant sein für den Rest des Talks. Also das war 2016 jetzt, und 2019 haben wir Epicenter Works diesen Report herausgegeben, also diesen Bericht. Das war quasi eine akademische Zusammenfassung von allem, was passiert ist seitdem über Netzneutralität. So, das ist eigentlich die eine Sache, die quasi alles zusammenfasst, was in den letzten 2,5 Jahren Netzneutralität passiert. Da habt ihr mal das Inhaltsverzeichnis, ihr seht, da ist viel drin. Von 800 Seiten Protokolle analysieren und bla 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 bla. Aber das wichtigste Kapitel ist eigentlich über Zero-Rating-Dinge. Und dass wir diese Debatte jetzt wieder auf eine Faktenbasis stellen können, da haben wir sehr, sehr viel gemacht und haben quasi ein Komplett-Survey über eine Zero-Ratings-Angebote in der ganzen EU angeschaut. Ich glaube, das ist sonst nie gemacht worden. Also wir haben uns 32 Länder angeschaut, ja, also quasi die Europäische Economic Area und die Schweiz, ja, also die EU und die Schweiz. Also dementsprechend, weil die Schweiz ja auch Deutsch spricht, war das relativ einfach. Wir haben uns 225 Mobile Operators Webseiten angeschaut, ja, die mit eigenen Netzwerken, also auch die mit virtuellen Netzwerken, und wir haben Daten gesammelt, ja, also fünf Leute, die 6 Sprachen sprechen, und haben 4 Monate daran gearbeitet, und wir haben 186 Netzneutralitätsverletzungen gefunden im Sinne, also quasi im Zuge von Zero-Ratings angeboten, und das ist alles in einer CC BY SA Lizenz, also das heißt, ihr könnt das verwenden. Ja, Applaus dafür. Also ihr könnt diese Daten nutzen. Ich habe den Talk schon vor vielen Regulationsstellen gegeben. Ihr seid die Ersten, die jetzt auch tatsächlich applaudiert. Warum? Weil wir unter Meinung sind, diese Daten müssen frei sein. Wir können natürlich die Interpretation anfechten und so, aber die Daten sollten aus unserer Sicht für alle zugänglich sein und sollten auch von allen quasi geprüft werden können. Ich habe andere Leute schon gesehen, die das für kommerzielle Zwecke verwendet haben. Was wir verwenden, also was wir akzeptieren würden, aber nicht teilen. So, was ist jetzt in dem Dataset drin? Ja? Also ihr habt jetzt quasi in allen bis auf 2 europäische Länder gibt es das überall, nämlich Finnland, da gibt es keine Zero Ratings, because da gibt es überhaupt keine Datenlimits. Wenn man dort eine SIM-Karte hast, dann gibt es immer eine Flatrate. Ja?
Die einzige Unterscheidung ist, wie schnell das ist, aber es gibt keine Datengrenzen. Ja. Und für Bulgarien ist das dasselbe. Wenn wir jetzt auf die Applikationsseite schauen, also auf die App-Seite, und das ist eigentlich relativ interessant für euch, diese Applications, die sind die, die am meisten profitieren von Zero Ratings. Ja. Also die ersten sind quasi WhatsApp und Facebook. Also das sind die, die am größten profitieren würden von Zero Rating. Ja. Und nur 3 europäische Angebote oder Apps sind überhaupt da drin, wie ihr seht. Ja. Also nämlich, ja. Und wenn wir uns jetzt quasi dieses geografisch ist, diese Applikationen, die von fehlender Netzneutralität profitieren würden, dann seht ihr quasi, also wenn ihr in Portugal seid, könnt ihr euch überlegen, entweder WhatsApp oder Telegram oder YouTube ist gratis, sagen einige ISPs in Portugal. Und das heißt quasi, das sind nur diese einigen handgepickten, natürlich amerikanischen Angebote, die da drin sind. Aber ein Drittel davon sind auch Apps, die quasi offen sind. Ja, das sind offene Programme, die anderen Applikationen erlauben, dazu zu gehen. Also StreamOn in Deutschland oder Vodafone Pass in Portugal. Diese Programme versuchen das quasi zu, also ein bisschen, die versuchen, unsere Kritik einzubauen und auch wollen auch andere Applikationen erlauben, davon zu profitieren. Wenn wir die jetzt zu diesen Statistiken dazugeben, dann sehen wir plötzlich, dass die meisten von diesen Angeboten lokal sind, dort wo auch die ISPs sitzen. Ja, also viele davon sind in Deutschland, weil die das quasi bei der Telekom angemeldet haben. Zweite ist immer noch die USA, und wirklich interessant ist, dass in der europäischen Wirtschaftsverbund sind ziemlich wenige tatsächlich. Ja. Also man könnte eigentlich daraus interpretieren oder herauslesen, dass man eigentlich neue Barrieren für europäische Angebote schafft. Ja. Und wenn man jetzt einfach nur zählt, wie viele von diesen Zero-Rating-Programmen eine App eigentlich dabei ist. Also wir sehen quasi 1, 2, 3, das sind relativ viel, aber dann sind es noch ganz wenige. Also viel weniger haben mehr als 3 solche Zero-Rating-Ratings. Also es ist ziemlich schwierig, zu diesen sogenannten offenen, nicht diskriminierenden Zero-Rating-Programmen überhaupt zuzugreifen oder sich quasi dabei zu gehen. Also was ihr da seht, ist noch ein Grund, warum es schwierig wird für die europäische Internetindustrie überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben in diesem Ding im Verhältnis zu anderen Ländern. Wenn wir das jetzt zu den Regulationsbehörden erzählen, ja, und uns das anschauen, also schauen wir uns jetzt mal eine App, wenn ich eine App mache, wie schaut das jetzt aus? Also das Erste, was ich muss wissen, dass es überhaupt ein Zero-Rating-Angebot gibt, weil wir haben das auch selber schauen müssen, was gibt es da überhaupt? Also, und es gibt da keine Stelle, wo man hingehen kann und nachschauen kann, was das überhaupt ist, also welche Zero-Rating-Angebote es überhaupt gibt. Als Zweites ist, jetzt muss ich quasi diese Dokumente requesten, die Dokumente und auch vielleicht ein Non-Disclosure-Agreement unterschreiben. Ja. Dann muss ich den Vertrag lesen, was auch relativ schwierig ist. Ja. Das Ganze evaluieren, unterschreiben und dann muss ich mich dafür vorbereiten, weil du bist auch verantwortlich für fälschlich bezahlt, also für fälschlich in Rechnung gestellte Services. Und auch dafür musst du als App dann haften. Und du musst natürlich den technischen Aspekten, die dein ISP sagt, zustimmen. Ja. Also wenn plötzlich deine Datenpakete anders ausschauen und anders gezählt werden, also nämlich nicht das generelle Data Volume, sondern quasi zum Spezifischen von einem Data oder eben aus diesem Datenlimit rausgenommen werden. Also um das zu machen, damit das überhaupt gemacht werden kann vom ISP, müsst ihr natürlich diese Pakete erkennbar machen, und das geht nur mit Deep Package Inspection. Manchmal müsst ihr eure eigene Infrastruktur ändern, ja, damit man überhaupt diesen Deal eingehen kann. Ja. Also Spotify mit Deal On quasi, die wollten eigentlich nur zum Beispiel Premium Spotify Customer Kundinnen, dass sie quasi da überhaupt teilnehmen können. Also dementsprechend mussten sie die Gratis Kundinnen von den Premium Kundinnen weggeben, und nach 4 Monaten haben sie die Unterscheidung aufgegeben, weil das für Spotify gar nicht möglich war. Und Spotify ist groß. Weiter. Wenn ihr jetzt quasi was verändert, dann müsst ihr euren ISP innerhalb von 30 Tagen
informieren, also 30 Tage vorher informieren, ja, damit die deren die Packet Inspection Infrastruktur ändern können. Was ein großer Innovationshinderer ist, ja, weil das ist ja extrem schwer, ihr müsst den ISPs Beta Zugriff geben auf eure Sachen. Und außerdem müsst ihr quasi noch ein Marketing Agreement unterschreiben mit eurer App. Da gibt es einen Haufen Reifen, über die man springen, durch die man springen muss, bis man ein Zero-Rating-Programm beitreten kann. Für den Survey, also für die Marktforschung, haben wir versucht, das durchzuführen. Hallo, wir sind eine Studentengruppe, wir arbeiten aus einer Garage, wir möchten da mitmachen, wir hätten auch ein. Und in zwei Fällen innerhalb eines Tages, fünf in einer Woche und in ungefähr den halben der Fälle gab es einfach gar keine Antwort. Also da wird, wenn du nicht Netflix bist, dann wird dir nicht geantwortet. Eine generellere Sache ist der Speedtest. Also Netzneutralität hat in Europa auch dazu geführt, dass wir Geschwindigkeit reservieren können. Also nirgendwo kannst du das machen, in keinem anderen Marktbereich, aber im Internet und das Europäische Parlament hat versucht, Regeln aufzustellen, die positiv sind für die Konsumenten. Wenn ihr euch speedtest.net anschaut, das ist nicht wirklich so das coole Businessmodell, um absolute Zahlen herzugeben. Also, wie misst man Geschwindigkeit? Wir hoffen, dass das demnächst besser wird. In Norwegen zum Beispiel zeigt zum Beispiel her, wie das Internet besser wird von Jahr zu Jahr. Also Glasfaser geht wie die Hölle, es wird besser und besser. Links ist die Megabitrate. Österreich ist ein ähnliches Bild, nur dass wir kein Glas haben, weil das ist. Kupfer ist auch sexy, sagt mein Nachbar. Ja, das sagt unsere Ministerin. Aber eigentlich, bis jetzt machen nur 8 europäische Länder, die einen Speed, die geben überhaupt keine Zahlen raus, und nur diese 8 berichten, dass das Internet bei ihnen langsam, aber tatsächlich besser wird, weil schneller, breiter, größere Übertragungsraten. Also das führt vielleicht dazu, dass die letzte Meile vielleicht höllisch schnell ist, weil du Glasfaser to the home hast, aber das ändert nichts daran, dass der Rest immer noch köppelhaft langsam ist. Wir werden uns das gleich im Detail anschauen. Kommen wir zur Reform der Netzneutralität. Das ist keine legislative Reform. Hier geht es nicht mehr darum, wie die Gesetze ausschauen, denn die schauen so aus. Hier geht es um die Durchführungsbestimmungen, um die Durchführung, die BEREC, die Body of European Regulation of Electronic Communications. Das Gesetz ist wunderbar und dann kommt das herbe Erwachen, denn die Jungs, die damit beauftragt sind, das Gesetz durchzusetzen, die finden das nicht so aufregend und machen eigentlich wenig oder viel zu wenig. Und eines der größten Probleme, die wir gefunden haben, ist, diese Regulators, also die Wächter über die Netzneutralität, dazu zu bekommen, ihren Job zu machen. Das sollte eigentlich ihre Raison d'être, also ihre Existenzberechtigung sein, aber offenbar, da sitzen wir jetzt ein bisschen dazwischen. Und also Scope kam heraus 2018, 2019 im Mai gab es ein Stakeholder-Meeting, im Oktober, November, jetzt gerade, vor ungefähr einem Monat, war also der erste Entwurf fertig zur Durchführungsverordnung mit Public Consultations. Und jetzt ist das, was die Schweizer Vernehmlassung nennen und wir Begutachtung nennen. Und so Gott oder die EU oder sonst irgendwer will,
2020 im Juni werden die neuen Durchführungsverordnungen, werden wir mal schauen. Wir werden mal schauen, was die Industrie dazu sagt. Und ganz am ich werde mir jetzt mir anschauen mit euch gemeinsam, was in diesem Entwurf drinnen ist und wie es im Detail ausschaut. Worüber wir am meisten heutzutage reden, ist die 5G, die nächste mobile Technologie. Die Telekom-Industrie hat sehr viel Geld an PR ausgegeben, um die Menschen größeres Interesse in 5G zu machen. Und es gibt sehr viel Kompetition zwischen Huawei und Nokia. Und 5G ist wirklich, wird dargestellt, als wäre das eine Revolution um. Und leider ist das aber nicht wirklich die Wahrheit. 5G ist nur eine Evolution, nicht wirklich eine Revolution. Wenn du gestern zu meinem Talk zugehört hast, wirst du wissen, dass 5G ist wirklich eine sehr interessante Technologie. Ich finde das sehr interessant. Aber das Einzige, was wirklich feststeht, dass das Internet schneller wird. Alles andere sollte man mit Zweifel betrachten. Die Technologieaspekte, über die ich reden möchte in 5G, ist Network Slicing. Der Titel sagt es schon, da geht es darum, ein Netzwerk in Schichten aufzuteilen und jede Schicht hat verschiedene Qualitätsvoraussetzungen. Es geht darum, verschiedene Zugangslayer zu schaffen. Und du hast also eine SIM-Karte und du kannst einen Service haben, der sehr große Bandbreite hat, der sehr schnell ist und geringe Latenzzeit hat und für geringe Energieverbrauch. Wenn du also wenig Batterie hast und Solarantrieb hast, dann würdest du wahrscheinlich diese Network-Slice nutzen. Und das wäre ziemlich gut, dass wir diese Technologie haben, aber die Frage ist, wer bekommt welchen Network Slice? Und da geht es da um die Regulation. In dem einen Szenario, wo wir denken, dass Network Slices sehr gut sind, Marketing zu betreiben zu werden, da geht es darum, dass man sehr verschiedene Internet-Services hat, die getrennt sind voneinander. Und du hast die Kontrolle darüber, welche Anwendung welchen Network-Slice bekommt. Es könnte sein, dass man einen einzigen Internet-Zugriff hat und dann wäre dieser einzige Network-Slice begrenzt. Und es wäre sehr wichtig, also, dass wir als Subscriber entscheiden können über die Network Slices. In der zweiten Art und Weise, wie man Network Slices verwenden könnte, wäre durch spezialisierte Dienste. Also, dasselbe, was ginge da nicht mehr um universellen Zugang, wo man komplett zum Internet verbunden ist. Ginge da nur mehr darum, Facebook-Zugang zu geben. Und wir haben eigentlich Regulationen, die uns gegen solche spezialisierten Dienste beschützen, aber das ist es, wo wir sehen werden, neue Innovationen sehen, um das vertikal zu integrieren. Also, dass wir Facebook als einzelnes Produkt haben, das beworben wird, oder dass wir irgendeine andere IT-vertikale Integration haben mit Internet of Things. 5G gibt also mehr Argumentationsbasis, um solche vertikal integrierten Produkte anzubieten. Und das zu guter Letzt, unsere ursprüngliche Angst ist, dass Network Slices für separate Applikationen angewandt werden. Und das ist glücklicherweise im momentanen Entwurf nicht drin, also das konnten wir verhindern. Dass dieses Szenario ein wahrscheinliches Ergebnis ist. Und das ist gut, weil diese Regeln in Europa werden Folgen haben. Und der nächste Aspekt von 5G, der noch Diskussionen zulässt, der bricht mit dem Prinzip von Ende zu Ende. Mobile Geräte sind zu einem Internet verbunden. Und du hast plötzlich Kompetenzen, die auf dem Mobilfunkturm sind.
Es geht dabei darum, sehr geringe Latenzen zu erreichen. Und die Industrie bewirbt das als etwas sehr Großartiges. Aber es gibt sehr wenig wirkliche Nutzungsszenarien, die realistisch sind. Das Einzige, was wir nutzen konnten, sind Local Dynamic Maps. Also wenn du eine Zukunft dir vorstellst mit selbstfahrenden Autos, wo du Sensordaten nutzt und diese Sensordaten werden gecached, sodass du ein 3D-Modell hast, wo man weiß, wo die Autos sind. Dann könnte man mitteilen, wo es Staus gibt, bevor du dort selbst ankommst. Aber die Europäische Kommission hat ein Wi-Fi-basiertes Mesh-Standard unterstützt, anstatt von 5G. Also wir haben gute Cases für eine globale Reform und wir müssen aber realisieren, dass es ein globaler Standard ist. Und es gibt nationale Ämter, die das standardisieren und es wird Schritt für Schritt weltweit ausgerollt. Die Nordamerika ist da nicht sehr hilfreich. Es gibt keinen wirklichen Standard, diese Technologie gegen zu tänzen. Kanada nimmt nicht den vordersten Schritt ein, um eine Vorbildrolle zu sein. Indien ist nicht in 5G interessiert. Südkorea konnte Netzneutralitätszurückdrängung verhindern. Sie wollten aber regulierbar Netzneutralitätsregeln zu sandboxen, dass diese nicht zutreffen. Europa ist also wirklich die erste Region, die diese zwei Dinge, Netzneutralität und 5G, verbinden wollen. Und das ist, warum unser Herangehensweise sehr beeinflussend sein kann. Und wie denken wir also über die nutzerverwaltete Network Slices? Also, dass der Nutzer entscheiden kann, welche Anwendung die verschiedenen Network Slices nutzen kann. Also Google und Apple kommen auch hier ins Spiel. Ein anderes Problem, das wir noch nicht erwartet haben, ist Parental Control Filter. Also wenn wir im Parlament und in der Kommission diese Regulierung besprochen haben, also in Großbritannien hast du einen Pornofilter als Standard im Internet. Und das wurde aus den Regulierungen herausgenommen. Wir haben stark dagegen gekämpft. Selbst die Unterstützung von Konsumerschutzvereinigungen haben nichts gebracht. Aber letztlich könnte es sein, dass in den Nutzervereinbarungen Webseiten blockiert werden können und Elternschutz, Jugendschutz Einstellungen sollten im Netzwerk, auf deinem Gerät passieren und nicht durch das Netzwerk durchgeführt werden. Das ganze Bild wird ein bisschen interessanter, wenn wir über Zero Rating reden, weil da haben sie eigentlich viele Ideen genommen von unserem Ding und haben das haben das eingebaut. Ja. Also der Vorschlag im Oktober, der hat sogar Open Zero Rating Programme, wie das in unserem Report steht. Die müssen also fair sein und die müssen sinnvoll sein oder halt angemessen. Ja, sie müssen transparent sein. Also wie das funktioniert, das ist WhatsApp oder Spotify, ist das gratis oder nicht, also das muss quasi den Nutzerinnen mitgeteilt werden und sie dürfen nicht diskriminierend sein, also Vimeo kriegt dieselbe Response Time wie YouTube, also das waren alles unsere relevanten Punkte, also wir sind da sehr froh, dass sie das überhaupt integriert haben. Aber sie wollen auch ISPs erlauben, darauf völlig zu scheißen und das zu tun, was immer sie wollen. Ja. Das heißt, sie wollen beides erlauben. Einerseits die Zero-Rating-Programme, die wir gut finden und gleichzeitig aber auch, oder die wir okay, akzeptabel finden und gleichzeitig aber auch die eine absolute Katastrophe sind. Ja. Also da gibt es eine absolute, da gibt es so im Sinne, also es ist eine absolute, eine vertane Chance für die Regulatoren und Regulatorinnen, dass man da eine klare Regelung geschaffen hätte können, um die ISPs einsperren zu können.
Aber der letzte Punkt, der jetzt besprochen wird, ist Deep Packet Inspection. Ja, der war zuerst eigentlich, haben wir da gar nicht drüber nachgedacht. Aber darum geht bei Deep Packet Inspection geht es darum, dass euer ISP, also euer Anbieterfirma wirklich direkt in die Pakete reinschaut und genau weiß, was tut sie online, welche Domains access sie, also zu welchen Domains surft sie, welche URLs ruft sie auf, welche Videos schaut sie, bla 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 bla, all diese Dinge. Ja. Nein, alle Metadaten und alle Daten. Und das ist quasi, ja, also wenn man sich das da anschaut, so, das ist die Definition von Deep Packet Inspection. Da haben wir eigentlich geglaubt, dass wir das gewonnen haben, dass das wegkommt. Aber wir haben gehört, dass das jetzt wieder beginnt, also quasi, wir haben jetzt mal einen offenen Brief geschrieben, ja, der von 45 NGOs und Expertinnen unterschrieben wurde, der gegen diese Deep Packet Inspection ist, aber wegen Lobbyisten, also Druck von Lobbys, wollten einige Staaten, darunter auch Deutschland, das wieder erlauben. Und in der Sekunde kam Gandalf und wir haben eine große Unterstützung von einem unerwarteten Freund bekommen, und zwar vom höchsten Datenschutzgremium der EU, also die IDDP, die gesagt hat, dass diese Gruppe Daten wie Domainnamen und URL für Netzwerkmanagement und Rechnungen gegen das Gesetz ist, außer alle Userinnen stimmen dem zu. Und das Schöne daran ist, dass all heißt ganz eindeutig, dass das nicht möglich ist, weil zum Beispiel also ich kann ja vielleicht da argumentieren, aber nicht das ganze Internet kann Content. Ja. Also quasi, das ist auch für die Interpretation von der DSGVO oder der E-Privacy-Verordnung wichtig. Also quasi, das gibt uns mehr Dinge in die Hand, um gegen die Deep Packet Inspection zu kämpfen. Andere Sache, komplett nicht damit direkt verbunden, aber spielt irgendwie rein. In Deutschland kann jede Person ihren eigenen Router verwenden. Also das heißt, ich kann einfach in den Supermarkt, ich kann in den Markt gehen und mir einen Router kaufen. Er muss nur möglich sein, zu meinem Internet Access, also meinem Internetzugang zu verbinden. Das ist nicht überall gleich in Europa, weil es nicht klar ist, wo das eigene Netzwerk beginnt und wo das Netzwerk vom ISP ist. Ja. Aber in Deutschland ist das eben so. Also entscheiden halt dann die Telekommunikationsanbieter, aber in dem Fall hoffen wir, dass wir gewinnen, und es sieht auch danach aus, dass wir uns weiterhin aussuchen können, zumindest in Deutschland eben, dass wir uns das dann alle aussuchen dürfen. Also quasi das Netzwerk des ISPs endet beim Stecker und wir dürfen intern für unser Netzwerk bestellen, welchen. Aber dementsprechend, wenn euer ISP versucht, an eurem Router herumzutun, dann könnt ihr euch dagegen wehren, weil ihr dann euren eigenen Router bestimmt. Damit sind wir fertig und ich denke, wir haben noch einige Zeit für Q&A und danke. Magst du, oder? Warte, Fragen oder? Ja, thank you so much. Danke, vielen Dank. Nicht schon gehen, so geht's nicht. Also ich wollte sagen, unterstützt Epicenter Works, unterstützt EDRI. Wir brauchen also Unterstützung und wir brauchen Leute, die kämpfen für diese Sache. Ja. Und danke. Wieder Applaus. Okay, so. Okay. Gibt's Fragen? Wir haben Fragen. Aus diesem Internet vielleicht? Nein. Ah? Mikrofon Nummer 2. Hast du Standarddaten in diesen Daten gesehen über Medienwiedergabe? Also ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also wie meinst du, so dass YouTube sagt, wo die Playback-Position ist im Video? Nein, ob das Ganze quasi, ob da drin dekodiert ist, wo die Nutzerin ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt genau verstehe. Also der ISP weiß in den meisten Fällen, wo Nutzerin ist. Eigentlich immer wissen die das. Ja, das ist Aufgabe des ISPs.
Aber der Content-Anbieter oder Anbieterin, die lokalisieren die Nutzer und Nutzerinnen nicht, also wenn die das nicht machen, also das teilt der ISP nicht mit den Applikationen und ich würde auch nicht wissen, mit welcher API oder mit welcher legalen Grundlage die das tun sollten. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Okay, danke. Noch eine Frage. Mikrofon vor. Hallo. Werden Nutzer dieselben Rechte haben in einem gesamten Land, wenn sie in Roaming gehen? Ja, das ist eine interessante Frage. Also Netzneutralitätsregulierung ist auch Roaming-Regulation in der EU. Ja, diese zwei Dinge sind rechtlich vermischt. Sie könnten eigentlich total getrennt sein, aber sie sind legal eben verbunden. Also wenn du jetzt in einem anderen Land roamst, ja, dann ist es prinzipiell so, dass der deutsche Anbieter, ja quasi zum Beispiel wenn du in Deutschland roamst, die geben dir den physischen Access und die müssen sich aber an dieselben Richtlinien der EU halten wie andere Länder, also in dem Fall auch für Netzneutralität. Also in den meisten Fällen wird das nicht heißen, dass es eine technische bzw. legale Verbindung von einem roamenden Nutzer gibt, da wird es interessant, weil es geht eigentlich um den technischen Aspekt, wenn es um Zero Rating geht. Ja. In den meisten Fällen wäre das Zero Rating gar nicht möglich, weil Streamon ist dann zum Beispiel in Deutschland, aber wenn man dann nach Österreich geht und ist im Netzwerk von irgendeinem ISP dort, dann wäre das Zero Rating gar nicht möglich. Und du hättest quasi zusätzliches Data-Volumen, das dir in Rechnung gestellt wird. Da gab es sogar schon einen Gerichtsfall dazu außerhalb von Deutschland und der läuft noch. Ja. Und da geht es auch um Verbraucherinnenschutz, die da dabei sind. Also die klagen gerade gegen Vodafone, wo es genau darum geht. Es mag eventuell anders sein, wenn du ein deutscher T-Mobile-Kundin bist in Österreich und du roamst dort im T-Mobile-Netzwerk, weil technisch wäre das dann vielleicht möglich, dass man Zero-Rating macht. Aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich auch gemacht wird. Ich glaube, es wäre nicht einfach und naja, das sind jetzt auch nicht, die Motivation wird eher fehlen, weil das ist eher so ein Randfall und dafür dann viel Aufwand betreiben, um das beizubehalten, das werden sie wahrscheinlich eher nicht tun. Okay, noch eine Frage aus dem Internet. Okay, es gibt eine Frage über DPI. Werden Datenschutzorganisationen irgendwas darüber machen? Oder gibt es einige Umsetzungen in den europäischen Ländern? Traurigerweise aktuell nicht, aber ich glaube, da ist eine Möglichkeit da für eine Durchsetzung. Und ich kenne viele Leute, die sich um strategische Durchsetzung der GDPR, also DSGVO einsetzen und das ist heftig und also viele Regulatoren nehmen das aktuelle Gesetz nicht sehr ernst. Also es wird wieder an den Aktivistinnen und anderen Entitäten, die sich quasi damit Gerichtsverfahren etc. die sich gegen persönlich identifizierbare Daten wenden und da quasi selber Court Cases führen. Es wäre eigentlich ein einfacher Gewinn. Ja. Also es ist, glaube ich, was wir schaffen können und was relativ einfach ist, wenn man das machen könnte mit dieser Rechtsgrundlage. Also wir sind immer, ist jetzt auch wieder Teil der. Ich möchte fragen, warum sollten die Internet Anbieter auf Layer 4 herum? Nun, das ist die aktuelle Definition, wie wir sie haben. Also die Regulierung sagt, dass man bestimmten Inhalt monitoren muss. Und das haben sie 2016 interpretiert. Da geht es also Payload von Transport Layer 4 sollte off-limit sein. Ja, das ist das, was die Regulatorien jetzt haben. Es ist natürlich ein politischer Kompromiss, wo man die Linie zieht. Aber meine Folie ging da auf den 2016 Teil der Abschnitt der Guidelines dazu. Nummer 1, bitte. Also im Moment muss ein Anbieter bei einem ISP anmelden, um Zero gelatet werden und muss eine andere App verhindern, Zero Rating zu kriegen. Das können sie machen, ja, da gibt es nichts, was sie davon abhalten kann. Aber das ist relativ einfach, dass sie sagen, ja, hier so kannst du uns Zero Raten und wir wollen eigentlich gar nicht mit euch interagieren.
Das muss kein bilaterales bilaterales Abkommen sein. Der ISP hat natürlich das Problem, wenn sich die App ändert und die Identifizierungskriterien ändern, dann müssen die ISPs das quasi ändern. Also deshalb gibt es diese 30-Tages-Periode, aber das Problem existiert vielleicht gar nicht für große Anbieter, die dedizierte IP-Adressen haben. Weil wenn dein Service immer von einem CDN zum Beispiel kommt, ja, dann kann man das nehmen, dann kann man das einfach verwenden, um das Problem zu lösen. So, wir haben noch eine Minute. Nummer 4. Es gab noch mehr Fragen, aber Nummer 4 ist die letzte. Hallo. Ich bin sehr interessiert an deinem Argument über die Regulation, die jetzt gerade in der EU umgesetzt werden. In Frankreich gibt es einen Fall über Videoüberwachung, dass der Staat entschieden hat, dass der Regulator eine konsultative Autorität ist und sie sollten nicht so ein Gesetz umsetzen. Und die machen aber die meisten Arbeit darüber. Und ich weiß nicht, wie man jetzt weitermacht. Ich habe sehr viel Angst. Meine Frage ist, was denkst du, dass wir machen können, um Regulationen umzusetzen in der EU? Große Frage. Puh, da gibt es viele Sachen. Eine der Sachen, die eine positive Entwicklung ist in der Hinsicht, ist, dass immer mehr digitale Rechts-NGOs diese Sache hinterfragen, ja, weil auf der einen Seite quasi gibt es Grundrechte etc. etc. Auf der anderen Seite gibt es große Firmen, diese Entscheidungen einfach nicht umsetzen und egal worum es geht, sie werden immer gerichtlich dagegen vorsehen. Wenn ich jetzt aber quasi ein kleines Unternehmen bin, dann kann ich jetzt entweder sagen, okay, entweder ich duck mich oder ich nehme das Risiko ein, dass ich verklagt werde. Also wir als kleine Organisationen, wir haben das Problem, dass wir jetzt aktuell das finanzielle Risiko tragen, weil wenn wir verlieren, dann ist deshalb brauchen wir mehr und mehr von diesen Fällen und müssen mehr Klagen führen. Ich weiß, wie das in Frankreich ist. Aber gerade die französische Datenschutzbehörde ist ja eine der wenigen, die eine Millionenstrafe ausgesprochen hat. Also unterstützt EDRI, unterstützt Epicenter Work. Danke, dass ihr da wart und danke, Thomas Lohninger. So, dann die Minute.